Die Gewerkschaft Verdi rief gestern die Beschäftigten der Barmer GEK zur Demonstration auf. Begonnen wurde um 16.30 Uhr vor der Geschäftsstelle in der Spremberger Straße. Grund sei der massive Stellenabbau. Bereits im Februar diesen Jahres gab die Krankenkasse bekannt, dass bundesweit von den 15.000 Stellen 3.500 gestrichen werden sollen. Gleichzeitig soll die Hälfte der Geschäftsstellen geschlossen werden. Unklar sei jedoch immer noch, welche Standorte davon betroffen sind. Ich erhoffe mir im Prinzip, dass die Leute in Cottbus aufhorchen, dass sie sagen, Mensch, die Geschäftsstelle in Cottbus bleibt bestehen. Die Schließung der Geschäftsstellen, wir wissen jetzt noch nicht wo, das weiß keiner und davon kann man betroffen sein. Und im Prinzip heißt es, muss sich jeder darauf einstellen. Wir wollen einfach nur ein Zeichen setzen, dass es uns hier gibt und dass wir hier bleiben möchten. Ich hoffe, dass es ein Umdenken gibt, dass der Verwaltungsrat sich das doch noch mal gemeinsam besprechen oder erörtern wird und das Ganze vielleicht auch noch aufhalten kann. Ich hoffe, dass der Vorstand sieht, dass wir hier sind, dass wir gute Arbeit leisten, dass er im besten Fall zur Kenntnis nimmt, dass es falsch ist, uns hier wegzuholen, dass einfach die Arbeitsplätze bleiben. Zurzeit beschäftigt Barmer zusammen mit Cottbus und den anderen 7 Geschäftsstellen in Südbrandenburg rund 100 Angestellte. Verdi befürchtet, dass zukünftig nur noch maximal 30 beschäftigt werden und jede zweite Geschäftsstelle folglich geschlossen werden soll.